Live on Twitch. Aus den Three-Headed Monkey Studios auf Mealy Island. Süchtig nach Büchern und Last Geek Tonight präsentieren die Geekliothek mit Moni und Christian. Hallo. Hi, herzlich willkommen zur Geekliothek. Ja und ja, lese ich. Wunderbar, wir sind zu hören und zu sehen. Fantastisch. Moni, wie geht's dir? Mir geht's sehr gut und ich will gleich mal die Gelegenheit nutzen und euch ganz, ganz herzlich zum ersten Geburtstag gratulieren, Last Geek Tonight. Happy Birthday! Vielen, vielen Dank. Ja, sehr, sehr geil. Es ist immer noch irre, ein Jahr. Tatsächlich ist, wir haben jetzt am Wochenende gefeiert mit der SomaCon und dann auch am Samstag unsere Geburtstagsveranstaltung. Wir machen jetzt am Freitag nochmal eine größere. Tatsächlich ist heute, der 19., exakt der Tag, an dem das allererste Video auf unserem YouTube-Account lief und sämtliche Social-Media-Accounts freigeschaltet wurden und so weiter. Also effektiv ist heute der Start gewesen. Nur ich wollte das gerne schon am Wochenende machen, weil voriges Jahr war es der Sonntag der SofaCon und dann haben wir diesmal gedacht, komm, wir machen das bei der SomaCon. Ich soll mich etwas lauter machen, das mache ich doch glatt. Danke für den Hinweis. Aber lauter geht's jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt auf Anschlag. Ich bin jetzt tatsächlich überall auf Anschlag, weil ich vorhin schon geguckt habe. Aber ich kann ein bisschen lauter sprechen. Ein bisschen mehr rumschreien, kein Thema. Aber zum Glück habe ich in der Show eh nicht so viel zu sagen, weil Moni, ich muss darüber zeigen. So, da. Ja, genau. Ist immer noch verwirrend. Ach ja. Ja. Nee, mir geht es tatsächlich auch echt ziemlich gut. Ich bin ein bisschen gaga immer noch im Kopf, aber es war ein saugeiles Wochenende. Und ich glaube, ich weiß so langsam, was die Leute meinen, wenn sie von Con-Blues sprechen. Wobei ich den noch nicht ganz habe. Wahrscheinlich habe ich den Con-Blues morgen. Weil heute war ich ja schon wieder. Ist so wie Messe-Blues bei uns. Ja, ja, weil heute habe ich ja schon wieder so die ganze Vorbereitung gehabt. Mal gucken. Oh ja. Ach ja, naja. Bei dir irgendwas Besonderes passiert? Nein, alles ruhig, zum Glück. Noch mehr Chaos brauche ich gerade nicht. Ja, keine Nachrichten sind gute Nachrichten. Reicht ja, momentan schon. Reicht ja gerade so dieser Clinch NRW Bayern, so der reicht ja als Sorgen, die man mit sich trägt, zu. Okay, dann kommen wir zu unserem ersten Programmpunkt, ne? Zu unserem Community-Buchtipp. Da haben wir heute ein kurzes, knackiges Teil geschickt bekommen. Werden das gleich abspielen und für alle, die noch nicht wissen, wie man uns den Community-Buchtipp zukommen lassen kann, wird es dann gleich einen Link geben. Den wird wahrscheinlich der Dirk posten oder vielleicht Nina oder Stefan. Da ist er schon. Heute stammt der Buchtipp von Chris Dorschel. Hallo Chris, Harlem. Hi, hi. Und ich gebe ihn jetzt einfach mal ab und wünsche euch ganz viel Spaß. Und wenn ihr auch mal einen Buchtipp abgeben wollt, da steht der Link, diese Bitly-Adresse, es ist eine Dropbox-Datei, da steht, wie es geht. Und damit viel Spaß mit dem Buchtipp. Bis gleich. Hallo, ich heiße Chris und ich möchte euch heute eine meiner Lieblingsbüchereien vorstellen. Und zwar die Alex Verus-Reihe von Benjamin Jacka. Worum geht's in den Büchern? Es geht um Alex Verus, der ein Zeitmagier ist und nicht so der klassische Held, wie man ihn sich eigentlich vorstellt. Weil er hat im Laufe seines Lebens einige Sachen machen müssen, die er mittlerweile bereut und aufgrund dessen er sich eigentlich aus dem magischen Leben in London zurückgezogen hat. Aufgrund einiger Vorkommnisse im ersten Buch kommt er aber nicht darum herum, sich doch wieder mit den anderen Magiern, ob gut oder böse, zu beschäftigen. Daraus entwickelt sich eine wirklich unterhaltsame Bücherserie. Mittlerweile gibt es 5 Bücher auf Deutsch, 7 Bücher auf Englisch. Buch 6 und 7 erscheinen noch in diesem Jahr auch auf Deutsch. Einmal das 6. Buch im Mai und das 7. Buch im November. Insgesamt eine spannende Mischung und ich freue mich jedes Mal auf ein neues Buch.
Das war's soweit von mir. Ich wünsche euch viel Spaß bei der Gigliothek. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank für den Buchtipp. Ich freue mich total drüber, weil ich nämlich schon ganz viel Positives über die Reihe gehört habe, habe es mir aber noch nicht zugelegt. Aber vielleicht war jetzt das der richtige Kick dafür, dass ich das auch mal lesen sollte. Also vielen Dank dafür. Ich bin ja tatsächlich erstaunt, dass du mein Buch nicht kennst. Das ist, weil sonst ist ja immer egal, was man erwähnt. So, ja, kenne ich, ja, kenne ich. Und jetzt, ich war total überrascht, als du sagtest, so, ah, das habe ich habe davon gehört, aber noch nicht gelesen. Ich so, Ja. hä, da stimmt was nicht. Welche Moni bist du? Ja, es gibt auch Bücher, die ich noch nicht gelesen habe. Das Telefonbuch zum Beispiel. Ja. Okay. Ja, braucht keiner mehr. So, und wie gesagt, wenn ihr uns einen Buchtipp schicken wollt, dann seht ihr da die mit Achtung Buchtipp erfahrt ihr nochmal alles von dem heutigen Buchtipp und da steht die Bitly-Adresse. Das ist eine Dropbox-Datei. Da erfahrt ihr, wie ihr uns einen Buchtipp zukommen lassen könnt. Ich freue mich über eure Einsendungen und die erscheinen dann in einer der kommenden Folgen. Gucken wir mal. Okay, und damit übergebe ich da, nach da, an Moni. Genau. Ja, zu mir. Ich freue mich besonders auf unseren heutigen Gast, auf die liebe Fanny Behert. Sie ist nicht nur Autorin, sondern auch Hörbuchsprecherin. Und vielleicht erzählt sie uns ja heute da auch ein bisschen was drüber. Herzlich willkommen, liebe Fanny. Hallöchen. Hi. Vielen Dank, dass ich da sein darf. Das freut mich sehr. Ja, wir freuen uns auch. Ja. Könntest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen für alle unsere Zuschauer, bitte? Ja, mein Name ist Fanny Bechert und wie die liebe Moni schon sagte, bin ich Autorin, Hörbuchsprecherin und die gute Sternensand Verlagsfee. In der Rangfolge hauptberuflich Sprecherin, nebenberuflich Sternenfee und hobbymäßig Autorin, auch wenn ich manchmal das Gefühl habe, dass ich fast nur mit meinen Büchern beschäftigt bin. Die Reihenfolge hat sich aber doch jetzt tatsächlich über die Jahre geändert, oder? Du warst ja erst Autorin, also sage ich mal als Rang Nummer 1. Ja, also ich sage immer, alles, was ich jetzt bin, ist völlig aus Versehen passiert. Denn ursprünglich bin ich Physiotherapeutin und habe auch fast 10 Jahre in dem Beruf gearbeitet. Dann habe ich aus Versehen mit Schreiben angefangen, eigentlich nur, weil ich einem Kumpel eine Geschichte erzählen wollte. Habe dann aus Versehen ein Buch draus werden lassen und bin so an den Verlag gekommen, bei dem ich jetzt ganz viel publiziere und eigentlich auf Drängen meiner Leser Hörbuchsprecherin für meine Bücher geworden und daraus dann auch wieder sehr ungeplant professionelle Sprecherin. Und mache das jetzt hauptberuflich. Also eine ganz wilde Achterbahnfahrt, bis ich hier gelandet bin. Auf jeden Fall total spannend. Aber du hast ja mit deinem ersten Buch im Self-Publishing eigentlich angefangen. Ja, genau. Also es war damals so, dass ich natürlich völlig blind in diese Autoren- oder überhaupt Buchwelt gestolpert bin. Damals wusste ich noch nicht mal, dass es Buchblogs gibt. Und habe ganz blauäugig natürlich an Lübbe, Carlsen, Piper, keine Ahnung, alle möglichen Verlage, Exposés geschickt, was natürlich total vermessen war. Und habe dann gedacht, okay, ich will es wenigstens als Buch in den Händen halten und bin den Weg über Self-Publishing gegangen. Ja, also mehr aus der Not eigentlich geboren, als dass ich dann echt einen Plan gehabt hätte, was ich tue. Mich da, Ich habe. wenn ich da ganz kurz einmal Entschuldige, frage, ja? was mich da interessieren würde, haben sich denn Lübbe, Carlsen, hast du Rückmeldungen bekommen oder einfach ignoriert? Ich habe, also die meisten haben es ignoriert. Ich habe ein paar wenige Absagen gekriegt von kleineren Verlagen oder so mittelgroßen Verlagen. Und lustigerweise habe ich fast 2 Jahre später von einem größeren Verlag, ich glaube, es war Fischer oder so, eine Absage gekriegt, wo ich so dachte, Leute, der zweite Band ist mittlerweile auch beim Verlag rausgekommen. Entschuldigung, aber danke, ist nett. Das fand ich krass. Irgendwo muss es halt doch noch in der Schublade gelegen haben. Aber wenig Feedback tatsächlich, sehr wenig Feedback. Ich habe deswegen gefragt, weil ich komme ja eigentlich vom Theater und ich kenne es da so, dass man kriegt so als Theater werden quasi überschwemmt mit Schauspielbewerbungen und da ist es auch eher untypisch, dass man irgendwie eine Reaktion kriegt. Und das hätte mich jetzt einfach mal interessiert, wie das im Verlagswesen ist dann, ja. Okay, Also danke. man hat Glück, wenn man zumindest so eine generische vielen Dank für Ihr Vertrauen, aber es ist leider nichts für uns. Also das ist schon Glück, wenn man so eine Mail kriegt, finde ich.
Du warst aber im Self-Publishing nicht so wirklich glücklich, habe ich auf deiner Homepage gelesen. Was war denn das Problem oder was gefiel dir daran nicht? Also ich kann gar nicht mal sagen, dass es mir nicht gefiel. Ich darf schon mal spoilern. Ich mache dieses Jahr noch einen Schritt zurück, wenn alles klappt. Und veröffentliche mal wieder, kann ich ja sagen, was im Self-Publishing. Aber es war einfach so, dass ich gerne Verlagsautor sein wollte. Also ich bin ja nie Autorin geworden, um irgendwo davon zu leben, sondern einfach nur für mich, fürs Feeling und wollte einfach gern zu einem Verlag, einfach weil ich auch damals noch dachte, erst bei einem Verlag bist du ein richtiger Autor. Wie gesagt, ich hatte damals, steinigt mich nicht, ich hatte null Ahnung von dieser ganzen Szene. Und ja, sag auch heute noch, ich gebe dieses ganze Drumherum, Coverdesign, Buchsatz, Lektorat, Marketing, ich gebe es so gerne ab. ja, und deswegen war schon mein Ziel, bei einem Verlag unterzukommen, irgendwie, ja. Also war nicht so, dass ich unglücklich war, aber ich dachte, ich könnte glücklicher sein. Und wie bist du dann beim Sternensand Verlag gelandet? Das war Glück. Ich sage ja, das ist alles irgendwo Zufall. Und ja, ich hatte wirklich Glück. Und zwar habe ich mit meinem Self-Publishing-Buch damals einen Ausstellungsplatz gewonnen. Und damals war die Verlegerin CM Spörri noch in einem Verband, der sich Zauber zwischen Zeilen nannte. Und die haben auf der Leipziger Buchmesse einen Stand gehabt und haben auf diesem Stand drei Ausstellungsplätze für Self-Publisher verlost. Und ich hatte das Riesenglück, einen dieser Plätze zu kriegen. Und dadurch, dass mein Buch dann dort stand, bin ich irgendwo mit ihr ins Gespräch gekommen. Sie hatte sich natürlich schon vorher auch ein bisschen über mich informiert. Und ja, am Ende dieser Messe, ich glaube, das war die Messe 2016, müsste das gewesen sein in Leipzig. Am Ende der Messe bin ich raus mit dem, ja, schick mir bitte mal ein Exposé und eine Leseprobe. Und ja, daraus ist ganz viel mehr entstanden. Ja, dieses Mehr heißt ja, du hast jetzt nicht nur schon jede Menge Bücher dort veröffentlicht, sondern du arbeitest da jetzt auch. Im Prinzip ja, also ich bediene sozusagen den hauseigenen oder verlagseigenen Online-Shop. Sprich, wenn man was beim Sternensand Verlag im Online-Shop bestellt, geht es alles durch meine Hände. Ich verpacke das, ich bereite das vor, ich lecke auch Bücher an, die mir besonders gut gefallen. Also man kriegt da eine ganze Portion Fanny-Liebe auch mit. Es war natürlich ein Spaß. Ich lecke die Bücher nicht wirklich an. Ich rieche vielleicht mal dran, aber. Aber weißt du, dass das ist so ein Standard-Gag von Nessie, die eigentlich hier immer auf meiner Position sitzt, dass Nessie alles anleckt und dann gehört es ihr. Und jetzt kommst du auch damit. Und Nessie ist im Chat und Nessie hat direkt zum Anfang geschrieben: Boah, Fanny macht jetzt schon einen total sympathischen Eindruck. Und ich glaube, mit diesem Satz hat sich Nessie gerade spontan in dich schockverliebt. Aber ich gebe es ja zumindest weiter, was ich da anlecke und behalte es nicht. Sehr schön. Und deine Bücher, also ich sage mal die Manuskripte, schickst du die dann direkt erstmal an den Sternensand-Verlag und die entscheiden dann, ah, nehmen wir auch noch, ah, ist wieder eins von Fanny, das nehmen wir auch gleich noch ins Programm, oder? Weil es sind ja jetzt doch einige Bücher von dir im Sternensand-Verlag erschienen. Ja, also es ist wirklich so, dass wenn ich denke, dass die Geschichte gut zum Verlag passt, einfach schon, also zum Beispiel Fantasy-Geschichten gebe ich grundsätzlich erstmal in den Verlag, weil ich fühle mich dort wirklich nach wie vor unheimlich wohl. Ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Verlegerin. Das Ganze drumherum, das ganze Gesamtpaket stimmt einfach und dann sage ich mir, warum woanders hingehen? Also wenn ich jetzt ein Buch habe, wo ich wirklich denke, das passt dort gut rein. Oder wo ich so denke, da vielleicht könnte es passen, dann spreche ich mit ihr drüber und meistens schicke ich ihr dann gleich das Manuskript mit und sie prüft das. Das Baby, was dieses Jahr dann noch im Alleingang kommt, ist zum Beispiel was, wo ich einfach denke, dass es nicht so ganz in den Verlag passt. Und ja, ich glaube, da waren wir dann uns auch einig. Also ich rede mit ihr dann trotzdem drüber, ob sie es haben möchte oder ob sie das irgendwie anders sieht. Und da waren wir uns aber dann relativ schnell einig, dass das nicht so hinhaut. Und nein, aber sonst, ja, gehe ich eigentlich, trete ich mit den meisten Sachen erstmal an den Sternensand Verlag ran. Okay. Und die meisten Bücher von dir sind ja jetzt, sage ich mal, Fiktion. Aber du hast
einen kleinen Ausflug auch mal gemacht in ein ganz anderes Genre. Magst du uns da kurz mal erzählen, wie das dazu kam? Wird's komisch, wenn ich sage, dass das Zufall war? Ich bin ja nun seit 2 Jahren ungefähr selbstständige Hörbuchsprecherin. Und kurz vorher hatte ich noch ein Riesenproblem mit Erotik. Also nicht damit, es zu lesen oder zu tun, sondern darüber zu sprechen. Und wenn wir dann uns auf Messen gesehen haben, und der Sternsand Verlag hat ja einige Erotikbücher im Programm, und wir uns dann mal so ein bisschen unterhalten haben, bin ich immer rot geworden und habe gewisse Worte auch nicht so wirklich über die Lippen gebracht. Heute fällt mir das etwas leichter. Ja, und dann bin ich mit meiner Kollegin Betty Pfeiffer draufgekommen. Ja, hey, dann lass doch mal einen Erotikroman zusammenschreiben. Ha, 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 wie witzig, ha, ha, ha. Ja, und irgendwie 3 Wochen später haben wir geskypt mit einer Flasche Wein dazu und gesagt, jo, mach mal. Und dann haben wir einen lustigen Liebes-Erotik-Roman zusammengeschrieben, der, glaube ich, auch ganz gut geworden ist. Witzig. Das, dann hast du kurz das Cover für uns. Ich wette, du verliebst. Hast du? Gut. Da ist es Genau. eingeblendet. Ja, sehr gut. Danke dir. Damit man auch gleich weiß, um welches Buch es geht. Wie müssen wir uns das vorstellen? Hat da jeder von euch eine Perspektive geschrieben oder einer die also Betty die erotischen Szenen, damit du das nicht machen musstest und du hast den Rest kreiert? Oder wie lief das ab? Also mittlerweile kann ich es offen sagen. Am Anfang haben wir ein großes Geheimnis drum gemacht. Das Buch ist aus zwei Sichten erzählt, dem männlichen und dem weiblichen Part. Und jeder von uns hat einen Charakter geschrieben. Und ich habe den verklemmten, schüchternen Charakter geschrieben. Der zwar natürlich, ist ja nun mein Erotikroman, auch seine Ausbrüche hat, aber der im Großen und Ganzen da doch ein bisschen zurückhaltender ist. Und bist du beim Schreiben dann rot geworden? Teilweise ja, es ging dann schon, weil lustigerweise ich als Hörbuchsprecherin auch relativ viel im Erotik-Genre unterwegs bin, weil meine Stimmfarbe da einfach reinpasst. Also mittlerweile läuft das besser mit dem drüber sprechen, muss ich ja. Und ich lache auch nicht mehr so viel, das wäre komisch in den Aufnahmen. Und ja, beim Schreiben war es dann aber auch leichter schon. Also ja, Ich finde es ging. gerade richtig schade, dass du mir zum Lesen nicht was aus dem Buch geschickt hast. Wäre eigentlich auch schön gewesen. Auch da haben wir ja die männliche Perspektive. Das wäre auch gut gewesen. Hätte auch gut gepasst. Das stimmt auf jeden Fall. Ja, aber dein aktuelles Buch geht ja eigentlich wieder ins Fantastische. Total. Also, ja. Langsam wird es komisch. Ist aus Versehen Zufall? entstanden. Lass mich raten, heute ist ganz viel Glück. Es ist wirklich, ich bin, also im Schreiben bin ich völlig ungeplant. Ich plotte zum Beispiel auch nicht wirklich vorher. Ich mache mir keinerlei Mindboards oder so. Ich schreibe eigentlich wirklich drauf los. Und ja, genauso ist meine ganze Autorenkarriere irgendwie aufgebaut, wo ich in allen anderen Gebieten total strukturiert und durchgeplant bin, beim Schreiben nicht. Nein, mein neuestes Buch ist Andrew im Wunderland und das ist, wie man schon vom Namen her ahnt, eine Art Alice im Wunderland-Adaption und ist aus der Idee geboren, dass ich mir so dachte, was wäre eigentlich gewesen, wenn Alice keine Alice, sondern ein Andrew gewesen wäre? Und um diesen Grundgedanken drumherum entsponn sich dann eine so völlig, also so völlig abstruse Alice-Variante, die schon in vielen Punkten gar nicht mehr so viel mit Alice zu tun hat und ich sie auch immer recht gerne als Vorgeschichte bezeichne. Ja, also ein ganz verrücktes Abenteuer ist das geworden, was mich selbst sehr überrascht hat. Also eher was Skurriles, Humorvolles. Auf jeden Fall, man kann sich über den Hauptcharakter sehr gut amüsieren. Man muss sich aber auf ihn einlassen, weil er ist ein bisschen speziell. Er ist ein Computer-Nerd, der noch nicht viel Erfahrung mit Frauen hat, nennen wir es so. Und die erste Amtshandlung, die er in dem Buch tätigt, ist ja, dass er mit seinen Kumpels in einen Strip-Club geht und dort einem sexy weißen Kaninchen hinterher jagt.
Ja, und so, das zieht sich eigentlich, also er stolpert eigentlich nur durch dieses ganze Buch von einem Fettnäpfchen ins nächste, von einem Abenteuer ins nächste und weiß selbst die ganze Zeit, dass er alles andere als ein Held ist und ja, aber das dem Häschen gegenüber nicht wirklich zugeben will. Und da kommt es natürlich zu verschiedenen schwierigen Situationen. Klingt auf jeden Fall ziemlich witzig. Es sind inzwischen zwei Bände erschienen. Wie Noch viele? nicht ganz. Ja, Der kommt zweite jetzt. Teil kommt am 21. Mai und wird auch schon der Abschluss sein. Ah, okay, eine Dilogie quasi. Ich habe mich Okay. bei den Covern gefragt, da ist ja bei dem ist ja der Bube drauf und ich hatte gerade eben beide Cover eingeblendet. Beim neuen ist ja die Dame und ich dachte, kommt da noch König und Ass? Mal gucken. Ah, okay, dann wissen wir es jetzt. Nein, es bleibt tatsächlich bei Spin-off. den beiden. Am Ende wird man mich hassen, aber ich glaube, am Ende wird es auch sehr klar, dass ich fertig bin. Also, Sie räumt auf. naja, ich kann das jetzt nicht Keine anders sagen, ohne Fortsetzung zu möglich. spoilern. Ich will nicht spoilern, deswegen, aber am Ende weiß man genau, Fanny Bechert ist mit Andrew durch. Du machst mich richtig Warum auch immer. neugierig. Vielleicht lesen wir einfach gleich mal eine kurze Szene draus, damit wir uns einen kleinen Eindruck über das Buch machen können. Christian, bist du bereit? Gerne. Womit soll ich anfangen, Fanny? Witzig oder düster? Ich würde sagen, du startest am besten mit witzig. Ich glaube, das ist ein ganz guter Einstieg. Ich glaube auch, das macht es vielleicht auch, um die Skurrilität ein bisschen klarer zu machen, ne? Yep. Sollen wir vielleicht, obwohl, ne, brauchen wir eigentlich nicht. Nee, das müsste sich eigentlich alles von selber erklären, was das da für Figuren sind. Okay. Dann ziehe ich euch mal aus meinem Ohr raus. Ich gehe mal rüber in meinen Leseschirm. Ziehe euch mal aus meinem Ohr raus. Ich kann euch nicht hören, ihr könnt mich hören. Zack. Zack. Das ist aus Kapitel Nummer 7. In diesem Moment flog die Tür auf. Na, ihr Schnecken, trällerte eine gut gelaunte Stimme. Was heckt unser Rebellentrupp heute wieder aus? Die Tasse noch vor die Lippen gehoben, erstarrte ich in der Bewegung. Eigentlich musste man es mir hoch anrechnen, dass ich die Tasse, bei dem Anblick, der sich mir bot, nicht fallen ließ. In der offenen Tür stand eine Frau, schön wie ein wahr gewordener Männertraum. Sie trug schwarze Stiefel mit hohen Absätzen, die in rote Strümpfe übergingen, die wiederum unter einem echt kurzen, schwarzen Rüschenrock verschwanden. Es war so ein Teil, wie ihn Cancan-Tänzerinnen trugen. Vorn kurz, hinten lang. Ihr Oberkörper steckte in einem Korsett mit rot-schwarzem Karomuster, das kaum in der Lage war, ihren üppigen Busen zu bändigen. Leuchtend rote Haare lagen in Wellen auf ihren Schultern und umrahmten äußerst sexy ihr Gesicht. Ein Gesicht mit einer ähnlichen Stupsnase wie der von Lola, langen Schnurrhaaren und gelben Augen mit einer strichförmigen Iris. What the fuck? Auf dem Kopf trug sie als krönenden Abschluss ihres Ensembles einen kleinen schwarzen Mini-Zylinder, der zwischen ihren spitzen, flauschigen Ohren saß. Wäre ich einfach an ihrer Oberweite kleben geblieben, wäre mir vermutlich gar nicht aufgefallen, dass sie kein Mensch war. Sie hatte eine rosige Haut, genau wie ich, kein Anzeichen von Fell, Rinde oder was auch immer. Aber lenkte ich den Blick weiter nach oben, stand zweifelsfrei fest, dass auch sie ein Mickwick war. Eine Art Katze oder sowas. Ob sie auch einen Schwanz hatte? Ihre vollen, rot geschminkten Lippen verzogen sich zu einem Grinsen. Oh, was haben wir denn da? Einen Neuzugang? Sie kam auf mich zu, beugte sich nach vorn, sodass mir ein noch tieferer Einblick in ihr Dekolleté gewährt wurde. Sie sah mir in die Augen, immer noch grinsend, blickte dann hinab auf meine Teetasse und dann wieder zu mir. Wenn ich du wäre, würde ich nichts anrühren, was dir in diesem Haus angeboten wird. Der Flattermann und die kleine Ratte sind die berühmtesten Giftmischer in ganz Ludens. Wusstest du das? Ich bin eine Maus! Echauffierte sich Mina, was jedoch keine Beachtung fand. Ich schluckte, was angesichts des Tees in meinem Mund vielleicht nicht die beste Idee war. Aber ich konnte ihr das Zeug ja wohl kaum ins Gesicht spucken. Hallo Ginger, begrüßte Lola die Katzendame kühl, die sich daraufhin wieder aufrichtete und von mir abwandte.
Heilige Scheiße, sie hatte tatsächlich einen Schwanz. Einen mit rot-orange gestreiftem Fell. Wirklich schön, dass du uns auch mal wieder die Ehre gibst. Lola verschränkte die Arme vor der Brust. Sorry, Süße, ich musste arbeiten. Einer von uns muss ja dafür sorgen, dass sich unsere Haushaltskasse füllt. Eine Rebellion lässt sich schließlich nicht mit Mut und Idealen finanzieren. Mina schnaubte abschätzig. Rumhurerei ist keine Arbeit! Ich bin Tänzerin, keine Dirne, widersprach Ginger und schnippte mit dem Finger gegen die Brust der Maus, sodass diese nach hinten umkippte. Naja, meistens. Sofort war Mina wieder auf den Beinen, hob beide Fäuste vor ihren Körper und hüpfte hin und her. Wenn du dich raufen willst, komm nur! Ginger lachte. Ein andermal, Hamsterchen. Ich bin... Und was gibt's Neues? Fiel die Katze Mina ins Wort. Außer diesem Schnuckelchen. Sie wandte ihre Aufmerksamkeit mir zu. Ist er ein Gefangener? Eine Geisel? Eine neue Spielfigur? Wie heißt du, Süßer? Ich... Mein... stammelte ich. Mein Mund war so trocken wie eine Wüste. Zu gern hätte ich mit einem weiteren Schluck Tee Abhilfe geschaffen, ließ es aber lieber bleiben. Gingers Warnung hallte in meinem Kopf nach. Ich konnte ja wirklich nicht wissen, was die Maus mir da zusammengerührt hatte. Das ist Andrew, stellte Lola mich vor. Ich hörte ihrer Stimme an, dass es ihr gar nicht gefiel, wie ich Ginger anstarrte. Ob mir schon der Sabber das Kinn hinunterlief? Oh, sag bloß, du hast ihn in einer anderen Dimension aufgegabelt. Ginger lehnte sich neben mir an die Tischkante. Als ich euch das letzte Mal besucht habe, hat Pau gerade wutentbrannt das Haus verlassen, weil du ohne Erlaubnis seine Portale benutzt hast, Schwesterherz. Du? Sie? Schwestern? Okay, also zu zusammenhängenden Sätzen war ich noch nicht wieder fähig, aber zumindest hatte ich meine Sprache wiedergefunden. Wir haben verschiedene Väter, erklärte Lola knapp. Ginger grinste nur. Das tat sie eigentlich die ganze Zeit, wie mir auffiel. Irritiert blickte ich zwischen ihnen hin und her. Ginger, Lola, Pau, Mina. Eine grinsende Katze, ein weißes Kaninchen, ein blauer Falter, eine teekochende Maus? Moment, wo ist Alice? Hey, ein ganzer Satz. Gratuliere, Andrew. Ginger tätschelte meinen Kopf. Und bis dahin. Und da seid ihr wieder. Und ich höre euch wieder. Vielen Dank, das hat mega Spaß gemacht. Sehr, sehr gerne. Ich hab mich Mir auch. Gingelt. Ah, so schön, wirklich. So toll. Danke. Genial. Ist auch eine sehr, sehr schöne Szene. Ja, ich mag die auch sehr gerne. Und ich habe mich hier wirklich, ich musste mir sehr das Lachen verkneifen, um dich nicht zu unterbrechen. Und ich hätte dich gar nicht gehört. Also du kannst da reagieren, wie auch immer du willst. Also wir haben einen Andrew, ein weißes Kaninchen, eine Grinsekatze. Ja, wie sieht's denn mit dem verrückten Hutmacher aus? Kommt der auch drin vor? Der verrückte Hutmacher heißt Vincent Taylor und ist eigentlich Schneider, bis Andrew ihn auf die Idee kommt, es doch mal mit Hüten zu versuchen. Aber ja, es gibt ihn auch und ich muss persönlich sagen, ich glaube, er ist mein Lieblingscharakter, neben Ginger, was gar nicht auffällt, nach wem sie kommt, oder? Ich muss direkt lachen, als ich das mit den roten Haaren gehört habe. Sehr passend. Baust du deine Figuren allgemein so ein bisschen ähnlich wie Leute, die du kennst? Also verwendest du da so den einen oder anderen aus deinem näheren Umfeld und packst ihn in deine Geschichten? Mal mehr und mal weniger. Also in meinem Debüt in Elestra war das noch sehr stark der Fall. Denn das basierte so ein bisschen auf Erlebnissen, die ich innerhalb eines Online-Rollenspiels gesammelt habe. Und da ein paar Namen herstammen und natürlich dann auch die Figuren entsprechend ein paar Charakterzüge übernommen haben. Dann in meiner Dystopie habe ich zum Beispiel einen Herrn oder einen jungen Mann optisch benutzt, den ich auf einem Campingplatz mal gesehen habe. Und ja, Ginger bei Andrew im Wunderland, ich bin sogar noch weitergegangen. Ich möchte sie sehr gerne auf einer Buchmesse mal cosplayen und habe ihr sogar
Klamotten schon dementsprechend geschrieben, die ich schon gefunden habe, die ich dann anziehen will. Also da war es ganz verrückt, aber ja, also ich glaube sowieso, ein bisschen Autor steckt immer drin in den Figuren. Ja, aber sonst habe ich mich versucht zurückzuhalten. Also Andrew kenne ich zum Beispiel nicht persönlich. Sehr schön. Aber warum ausgerechnet Alice im Wunderland? Ist das eine deiner Lieblingsgeschichten oder war das Zufall? Ja. Ist eigentlich eine echt lustige Geschichte. Ich sitze so eines Tages und scroll so durch Facebook durch und habe auch ein paar Cover-Designer abonniert und sehe ein Premade-Cover zu einem Alice im Wunderland-Roman. Und sehe das so und denke mir so, alle Welt schreibt jetzt Alice im Wunderland-Adaption. Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Und echt wirklich, so ging es los. Und dann kam eben dieser Grundgedanke, ja okay, aber was könntest du schreiben, was es nicht schon 5 Millionen Mal gibt? Und dann kam der Gedanke eines Geschlechtertauschs, der sich aber dann halt wiederum wirklich völlig von Alice wegbewegt hat. Also man findet keine wirklichen Parallelen zwischen Andrew und Alice, außer dass sie sich mit ähnlich skurrilen Figuren umgeben. Man hat die Geschichte quasi ein Eigenleben entwickelt. Total. Und du hast ja vorher schon gesagt, du plottest nicht. Das heißt, du setzt dich einfach an deinen Laptop und schreibst, was dir so einfällt. Oder wie stellen wir uns das vor? Könnte man fast so sagen. Also ich versuche immer vorher viel auf Geschichten schon ein bisschen rumzudenken, aber ohne, dass ich mir irgendwelche Notizen oder so mache. Ja, und dann ist es wirklich so, dass ich mich hinsetze und losschreibe und habe leider auch das Problem, dass ich keine Szenen überspringen kann. Also manchmal bei Andrew zum Beispiel gibt es gegen Ende ein paar Auseinandersetzungen, ich formuliere es mal so, und die hatte ich schon relativ zeitig im Kopf, aber der Weg dahin hat gefehlt und ich kann es dann auch nicht, dass ich erstmal zu den Szenen springe, die ich vielleicht schon im Kopf habe, sondern das muss alles ganz ordentlich chronologisch geschrieben werden, aber dementsprechend lange brauche ich halt immer, bis meine Bücher dann doch mal fertig sind. Ja. Was war das Längste, was du mal für ein Buch gebraucht hast, vom Zeitrahmen? Das war eindeutig Elestra, der erste Band, das Debüt. Also man kann wirklich sagen, dass es mit jedem Buch, das ich geschrieben habe, ist es schneller gegangen. Außer das eine Schubladenprojekt, was ich glaube, im April 2017 angefangen habe und vielleicht bisher die Hälfte geschrieben habe. Das gilt aber nicht, weil das ist ja nicht veröffentlicht. Also du arbeitest dann nicht nur an einer Idee, sondern wenn dir mal was anderes dann wieder einfällt, arbeitest du parallel oder muss das schon chronologisch erstmal das eine Buch fertiggestellt sein, damit du was Neues anfängst? Also ich versuche schon bei einem Buch zu bleiben, aber es kann wirklich passieren, dass mir halt eine Idee oder meistens sind es Charaktere, ein Charakter dazwischen schießt, den ich halt richtig fühle, der mit einmal da ist und dann schreibt sich so ein Buch ganz besonders gut, wenn man so richtig, ja, eigentlich so selber reinrutscht in den Protagonisten. Und wenn sowas dazwischen kommt, dann unterbreche ich mein aktuelles Projekt auch mal, weil das ist eine Goldgrube. Also da fließen die Worte dann nur so raus. Und dann ist es aber meistens so, dass ich das andere, also das neue Projekt erst fertigstelle, ehe ich wieder zum alten zurückgehe. Welches deiner Bücher hat sich denn dazwischen geschoben oder hattest du dieses Feeling schon mal, dass du gesagt hast, ja, das ist mein Goldjunge? Hatte ich in der Tat, das war Countdown to Noah, meine Dystopie, mein Zweiteiler, was auch immer noch mein absolutes Herzensprojekt ist. Und ja, für Countdown to Noah habe ich die Elestra-Reihe eine ganze Weile brachliegen lassen quasi, weil einfach die Geschichte musste geschrieben werden und ich finde die auch heute noch selber so toll. Ich hoffe ja immer noch, Netflix klopft irgendwann mal an die Tür, weil das so Serienpotenzial hätte. Ja, und dafür habe ich gerne Elestra unterbrochen, muss ich wirklich sagen, weil die Geschichte war es einfach wert und ja, ich würde es immer wieder tun. Magst du uns ein bisschen was zu Countdown to Noah erzählen? Weil das ist ja schon auch irgendwo eine irgendwie bekannte Idee, aber doch wieder ganz was Neues. Ja, genau. Countdown to Noah setzt eigentlich, also man könnte es ganz grob als Zombie-Roman bezeichnen. In meinem Fall sind die Zombies sogenannte Noahs und sind aber nicht diese sehr minder bemittelten Untoten,
sondern sie sind schnell, sie sind stark, sie sind fähig zur Kommunikation. Ja, ihr einziges Manko ist eigentlich, dass sie auf Menschenfleisch stehen und uns Menschen ein bisschen eher wie wilde Tiere vorkommen. Und mein Buch setzt eigentlich da an, wo andere Bücher dieser Art gar nicht erst hinwollen, nämlich, dass sich meine Protagonistin mit dem Virus infiziert, der sie selbst zu so einer Bestie macht. Und sie genau weiß, sie hat jetzt noch ungefähr 30 Tage, bis sie eben selbst zu einem Noah wird. Und im Prinzip dreht sich die Geschichte darum, dass sie ihre kleine Schwester bis dahin noch sicher unterbringen will. Und um das zu können, kriegt sie einen Auftrag von einer großen Kolonie. Genau, also eine Art Mission, auf die sie als Bezahlung für die Aufnahme der Schwester geschickt wird. Ja, und da ist sie nicht allein unterwegs. Und das Schwierige ist, dass sie sich sozusagen weder outen darf, weil sonst würde sie sofort getötet werden. Sie darf aber auch keine Nähe zu den anderen Mitreisenden zulassen, weil sie so die anderen in Gefahr bringt. Und als dritter Punkt, der es in meinen Augen sehr besonders macht, es ist nicht so, dass sie nach 30 Tagen Schnips wacht sie auf und ist früh eine Bestie, sondern sie verändert sich eigentlich mit jedem Tag, der vergeht, verändert sich ihr Körper. Also sie hat zum Beispiel am Anfang eine Brille und nach 3-4 Tagen wacht sie früh auf und denkt so, wow, ich kann ja sehen wie ein Adler und brauche halt die Brille nicht mehr. Also der ganze Körper verändert sich und irgendwann auch ihr Geist, sodass man beim Lesen in die Perspektive ihrer inneren Noah schlüpft und sozusagen das Ganze aus dem Blickwinkel der Bestie miterlebt. Und das wird natürlich, je weiter die Geschichte voranschreitet, immer mehr und immer öfter. Ja. Das fand ich tatsächlich richtig genial, weil du ja, wie du ja schon sagst, sowas war ja eigentlich noch nie da. Also man sieht ja immer nur die Leute, die vor den Zombies fliehen, sage ich jetzt mal, aber mal die Gedanken von den Noah selber, das war schon richtig cool gemacht. Also großes Kompliment. Gefällt mir auch sehr gut. Ja, ich liebe die Reihe auch wirklich abgöttisch nach wie vor. Ich liebe alle meine Kinder, aber wenn ich wählen müsste, bin ich darauf, glaube ich, am meisten stolz, wenn ich das so sagen darf. Und hast du geplant, noch mehr in der Richtung, also Dystopie zu schreiben oder? Also ich würde gern noch einen dritten Teil irgendwann zu Counter und Tonua schreiben, weil es wünschen sich viele, einfach weil die Welt so cool war. Und ich habe eine kleine Hintertür in dem Buch offen gelassen, die mir auch als Kritik öfter mal angelastet wird, die ich dann immer sehr wegkichere, weil ich ja weiß, was es damit auf sich hat. Und da würde ich schon gerne nochmal ansetzen und da ein bisschen weiterschreiben. Ansonsten so richtig Dystopie ist im Moment eher nicht geplant. Ich bleibe jetzt erstmal im, zum einen habe ich eine High-Fantasy-Idee und dann wird das nächste große Projekt aber Urban Fantasy zusammen mit zwei anderen Autorinnen, worüber ich mich aber noch nicht weiter äußern darf. Okay, cool. Im Moment haben wir ja eigentlich auch genügend Dystopie selber vor der Haustür. Ne? Würdest du denn sagen, dass Zusammenschreiben mehr Spaß macht oder dass du daraus mehr für dich auch ziehen kannst oder ist es eher mal so eine Ausnahme und du schreibst eigentlich doch lieber allein? Also ich schreibe gerne mit jemandem zusammen, aber nicht am gleichen Buch. Also ich mag sehr gerne, wenn man im Austausch ist. Ich habe auch meinen Schreibbuddy Farina de Waard. Wir treffen uns in der Woche jeden Früh für 1,5 Stunden und arbeiten einfach, jeder an seinem eigenen Werk, aber einfach, um uns gegenseitig zu motivieren. Aber im Prinzip schreibe ich schon lieber alleine, weil man dann natürlich viel mehr freie Hand hat, was passiert. So muss man sich ja doch immer ein bisschen abstimmen und die eine Idee gefällt dem anderen vielleicht nicht ganz so gut und man selber findet die aber total toll. Das ist dann immer ein bisschen schwieriger. Aber auch mal was anderes zum normalen Schreiben. Also Spaß macht schon, auf jeden Fall. Ja, ich wollte gerade sagen, hast du dich dann zu dem nächsten Dreierprojekt überreden lassen eher? Oder kam war meine Idee. Mal der Zufall dazwischen? Ja, das auch. Ich darf dazu noch gar nicht so viel sagen. Also es ist auf jeden Fall aus Zufall geboren, wieder mal. Und es war tatsächlich meine Idee. Ja, ob ich mir das gut überlegt habe, weiß ich noch nicht, aber ich glaube schon. Also wir sind da schon in sehr regen Austausch und ich glaube, das wird eine ganz coole Nummer. Auch etwas, was es so, glaube ich, noch nicht gegeben hat. Ja, bin ich sehr gespannt, was wir draus machen. Ja, sehr cool.
Gibt es denn ein Genre, wo du sagst, das könntest du dir gar nicht vorstellen zu schreiben? Ja, klassische historische Geschichten. Einfach aus dem Punkt, ich habe ja schon gesagt, ich schreibe sehr viel von der Leber weg und für Historie muss man enorm recherchieren. Und das ist was, was ich eigentlich so überhaupt nicht mache und das ist so gar nicht mein Ding. Deswegen ist das, glaube ich, so cool ich alte Zeiten finde, ich glaube trotzdem, da wird es mich nicht hin verschlagen. Okay. Du hattest ja jetzt quasi Erotik, Dystopie, Fantasy und bei Andrew ist eher Jugendbuch oder wo würdest du das Auf jeden Fall. hinstecken? Also ich würde sogar das Lesen frühestens ab 14, eventuell sogar erst ab 16. Es ist eine Szene drin, die ein bisschen verstörend wirken könnte auf jüngeres Publikum. Nein, ich würde es schon eher auf New Adult von der Altersgruppe her. Also 18 bis 30 ist, glaube ich, so die Hauptzielgruppe, die sich auch irgendwo wiederfindet. Drüber ja sowieso immer. Ja, also das ist neben dem Erotikroman, glaube ich, im Vergleich zu den anderen das, wo ich sage, wo ich doch eher eine ältere Zielgruppe anspreche. Es geht, Wie? das geht ein bisschen einher mit einer Frage, die im Chat gerade kam. Für welche Altersgruppe schreibt Fanny so? Kam von der Chibi-User, von der Steffi. Und damit einhergehend auch die Frage: Ist denn auch was aus deinem alten Beruf in die Bücher eingeflossen? Dann fange ich mit der zweiten Frage an. Nein. Die erste ist ja im Grunde genommen, hast du ja beantwortet. Aber. Ja, also Elestra kann man durchaus schon, würde ich sagen, ab 10 lesen. Count Antonua gibt es auch so ein paar gruselige Szenen, aber habe ich mir auch sagen lassen, die Jugend ist heutzutage viel früher reif für Count Antonua, als es zu meiner Zeit gewesen wäre. Also ich denke, da kann man auch so ab 12 ansetzen. Und ja, Andrew und wie gesagt auch der ja, Erotik sowieso, aber Andrew würde ich wirklich eher ein bisschen älteres Publikum ansetzen. Also ich würde ab ruhigen Gewissens ab 16 empfehlen. Meine Verlegerin meint, ab 14 ist auch in Ordnung. Wie gesagt, ich schätze die Leute immer noch braver ein, als sie sind. Du hast uns ja tatsächlich noch eine etwas düsterere Szene mitgebracht bei Andrew. Vielleicht wäre das jetzt genau der richtige Zeitpunkt, dass uns Christian noch mal was vorliest, wenn er Zeit hat. Ja, sehr gerne. Ich notiere mir nur noch kurz eine der Ja. Zuschauerfragen. So, notiert von Trimagie, die kommt dann danach. Und dann schicke ich euch mal wieder ins Off und lese die Szene. Die ist tatsächlich, die kommt vor der, die ich gerade gelesen habe, im Buch, das ist Kapitel 6, die aber tatsächlich sehr, sehr viel über diese Welt erzählt. So, ihr seid. Kurz weg, bis gleich. Also, wie gesagt, Kapitel 6 und erzählt sehr, sehr viel über diese Welt, in der wir uns da befinden. Ich spürte, wie Lola an meinem Ärmel zupfte. Als ich sie ansah, deutete sie mit dem Kinn auf einen Fischhändler ein Stück entfernt. Seine Auslage sah super aus, sodass ich glatt Appetit auf Sushi bekam. Der Typ fängt seine Fische bestimmt, indem er selbst ins Wasser springt und sie darum bittet, in sein Netz zu schwimmen, witzelte ich, als mir die Kiemen am Hals des Verkäufers auffielen. Lola lachte nicht. Natürlich nicht. Ich nun auch nicht mehr. Das nennst du frisch? Meinte eine Frau, die mit einem halb gefüllten Korb vor dem Warentisch stand. Das ist eine Frechheit. Ich verlange einen Umtausch, aber sofort. Gute Frau, sagte der Verkäufer, diesen Fisch haben Sie nicht bei mir gekauft. Bitte gehen Sie doch zu dem. Gibt es ein Problem? Mischte sich ein Mann ein, der unverkennbar zur gehobeneren Schicht Ludens Citys gehörte. In der Tat, dieser schmierige Mickwick versucht, mich zu betrügen, wetterte die Frau weiter. Er hat mir einen schlechten Fisch verkauft und weigert sich nun, ihn umzutauschen. Aber gnädige Frau, ich habe noch nicht einmal Rotschuppenhecht im Angebot. Seht doch. Verteidigte sich der Verkäufer. Wie soll ich Ihnen denn einen verkauft haben? Willst du etwa behaupten, dass ich lüge? Ereiferte sich die Frau. Mehr und mehr Umstehende wurden auf den Streit aufmerksam und drängten herbei, sodass sie mir die Sicht versperrten. Ich wollte mich bereits abwenden, aber Lola hielt mich zurück. Jetzt wird es doch erst interessant, sagte sie, als sich einige Dexters näherten. Die Uniformierten schoben die Schaulustigen zur Seite.
Was ist denn hier los? Knurrte einer von ihnen. Machst du schon wieder Ärger, Fischfresse? Ich? Nein, also... hörte ich den Verkäufer stammeln. Die Frau fiel ihm ins Wort. Dieser Kerl ist ein Betrüger. Hier, schauen Sie selbst. Ich habe diesen Fisch vorhin gekauft und nach nur einer Runde über den Markt ist er schon völlig ungenießbar. Weitere Stimmen wurden laut, als sich auch einige der Umstehenden über die schlechte Ware beschwerten. Sie machten es mir unmöglich, weiter zu beobachten, was mit dem Fischhändler passierte. Ich befreite mich von Lola und schob mich nach vorn. Ich war nicht sensationsgeil oder extrem neugierig. Ich wollte lediglich wissen, was dort vor sich ging. Dass die Anschuldigung unberechtigt war, lag ja wohl auf der Hand. Das mussten doch auch diese Dexters erkennen. Ich wollte zu gern wissen, wie sie die Sache klären würden. Ich musste ein wenig schieben und drücken, schaffte es aber schließlich, mich durch den Pulk ganz nach vorn zu kämpfen. Von dem Klärungsversuch der Uniformierten, falls es einen solchen überhaupt gegeben hatte, bekam ich jedoch nichts mehr mit. Ich sah nur noch, wie einer von ihnen eines der Geräte an seinem Gürtel löste, damit auf den Verkäufer zielte und feuerte. Ein metallenes Kabel schoss daraus hervor, mit einer Art Zange am Ende, die mich an diese Greifautomaten erinnerte, an denen man Kuscheltiere angeln konnte. Der Greifer krallte sich um den Arm des Verkäufers, der die Hand schützend vors Gesicht gehoben hatte. Keine Sekunde später schrie er auf und sein Leib begann unkontrolliert zu zucken. Ein lautes Knistern ertönte, blaue Blitze zuckten über das Kabel und den Körper des Händlers und plötzlich lag noch ein anderer Geruch als der gammeliger Nahrungsmittel in der Luft. Der Geruch von verbranntem Fleisch. Der Mickwick sackte in sich zusammen und verschwand hinter seiner Verkaufstheke. Noch zwei elendlange Sekunden ließ der Dexter seinen Finger auf dem Abzug, ehe er das Gerät, das tatsächlich einem Taser glich, sinken ließ. Die Umstehenden verstummten angesichts der rohen Gewalt, die der Kerl gerade völlig unbegründet hatte walten lassen. Dass ich mit dieser Einschätzung irrte und die Ruhe andere Gründe hatte, merkte ich erst, als kurz darauf lauter Applaus aufbrandete. Die Leute feierten und bejubelten den Dexter tatsächlich dafür, dass er den armen Mickwick gerade geröstet hatte. Nicht einer machte sich daran, dem armen Kerl aufzuhelfen. Und das, obwohl die Anschuldigung der Frau ganz offensichtlich gelogen gewesen war. Nun, wenn sie nichts unternahm, ich würde nicht tatenlos daneben stehen. Gerade als ich den ersten Schritt nach vorn machen wollte, legte sich eine Hand auf meine Schulter. Plüschig, sanft, aber mit so festem Griff, dass ich innehielt. »Du kannst nichts für ihn tun«, raunte Lola zu mir. »Die Brutzler der Dexters überlebt keiner, nicht bei solch einer Dosis.« »Der wird keinen mehr über den Tisch ziehen«, sagte der Uniformierte, während er das Kabel seiner Waffe wieder einrollte und sie zurück an den Gürtel steckte. Sein Kamerad lachte. »Sieht aus, als gäbe es heute Fisch zum Nulltarif.« Nun löste sich doch endlich jemand aus dem Kreis der Umstehenden, ein älterer Herr mit Schiebermütze. »Nichts da mit Nulltarif. Als Fischereibesitzer annektiere ich diesen Stand.« Er ging hinter den Tresen, warf einen angewiderten Blick nach unten, wo der tote Mickwick lag, und betrachtete dann die Auslage. »Frischer Fisch heute zum Sonderangebot. Beste, erlesenste Ware. Greifen Sie zu.« »Drei Büttelhöringe, bitte«, verlangte die Frau, die Minuten zuvor noch die Frische der Ware angezweifelt hatte und damit die Hauptschuld am Tod des Mickwicks trug. »Ich gebe Ihnen 5 zum halben Preis«, sagte der neue Verkäufer augenzwinkernd. Da begriff ich, was hier lief. Das Ganze war ein abgekatertes Spiel, das Geschäft des Mickwicks zu übernehmen. Ein Spiel, das über Leichen ging. Und sie hatten es gewonnen. Bis dahin. Und ihr seid wieder drin. Und ich höre euch. Vielen Dank fürs Lesen. Boah, das war ja jetzt tatsächlich nochmal eine ganz andere Szene, als die wir gerade vorher hatten. Ja. Ziemlich spannend auch. Endet Teil 1 denn mit einem Cliffhanger? Ich muss ganz kurz. Es weckt böse Erinnerungen an eine vergangene Ära hier in Deutschland. Also es ist eine harte Szene, muss man wirklich sagen. Eine wirklich harte Szene. Ich habe anscheinend auch ein paar politische Bezüge drin, die mir vorher gar nicht so bewusst gewesen sind. Also anscheinend gibt es da Dinge in meinem Unterbewusstsein, die ich beim Schreiben verarbeite, was ich vorher selbst gar nicht so wusste. Kriege ich da nur immer mal über Feedback mit. Ich bin auch noch ein bisschen angespannt jetzt. Das ist eine krasse Szene, finde ich nach wie vor. Und fiel mir auch beim Schreiben ein bisschen schwer, weil ich sonst eher der Typ Ginger bin und nicht der ernste Typ Lola. Jetzt habe ich gleich die Frage vergessen, Moni, die du gestellt hast. Kein Problem. Ich wollte nur noch wissen, ob es einen Cliffhanger gibt. Jein. Theoretisch hätte ich sogar nach Band 1 enden lassen können.
Wahrscheinlich würde ich dann jetzt nicht mehr leben, weil ich gelyncht worden wäre. Aber also es wird gesagt, ja, aber es war nicht als Cliffhanger geplant. Aber anscheinend ist es schon einer. Also keine Ahnung. Aber du hast irgendwie ein Faible zu krassen Enden, denn Band 2 lässt du ja dann auch krass enden, sagst du. Ja, da wirst du ja vielleicht auch noch gelyncht. Also ist ja gar nicht so, dass du das dann besser gemacht hättest. Ich freue mich auf den Moment, wenn die Leute da sitzen und dieses Ende lesen und ich höre nur den kollektiven Facepalm, wenn sozusagen die Bombe platzt. Wird so cool. Jetzt bin ich so neugierig, dass ich wahrscheinlich heute Abend Volle noch Kanne. Band 2 vorbestellen werde. Ich muss ja gestehen, ich bin jemand, der beim Lesen meistens zuerst das Ende eines Buches liest. Jetzt kommt wahrscheinlich gleich ein Aufschrei überall. Wenn ich das jetzt bei Andrew Band 2 mache, verderbe ich mir dann tatsächlich das ganze Buch oder sage ich, verstehe ich nicht. Nein, du verdirbst es dir nicht und ich glaube, dass du es dann aus einer ganz anderen Perspektive lesen wirst. Okay. Was sicherlich auch sehr interessant ist. Also ich Ah. kannte das Ende ja auch schon. Man mag es kaum da. Überraschung. Und ich glaube, also man sieht dann doch einiges mit anderen Augen. Wenn du jetzt wirklich nur so, ich sag jetzt mal, die letzten zwei Seiten liest. Mehr, also du solltest nicht das komplette Kapitel lesen, aber Okay. so die letzten ein, zwei Seiten, dann das ist, glaube ich, okay. Und bei Band 1 kannst du das völlig unbescholten machen, weil da spoilerst du dich mit dem Ende auch überhaupt nicht. Okay. Auf jeden Fall spannend zu wissen. Christian, wenn ich so auf die Uhr schaue, ist vielleicht ein guter Zeitpunkt für die Zuschauerfragen. Haben wir denn da was? Wir haben noch ein paar. Tatsächlich bisher halten Sie sich zurück. Ne? Also jetzt euer Zeitpunkt gekommen. Her mit den Zuschauerfragen. Ich fange einfach mal, ich glaube, mit der dringendsten von allen an. Dadurch, dass ja bei dir so viel auf Zufall basiert ist, kam hier von unserer Nessie die Frage: Kann Fanny einfach mal sechs Zahlen nennen, bitte zwischen 1 und 49? Danke. 4, 8, 15, 16, 23, 42? Okay, alles klar, gut. Ich jetzt hier keinen Aufschrei und keinen Applaus? Wir müssen ja erst die Wieso? Es Lottoziehung muss ja abwarten. erstmal gespielt werden. Nessie schreibt Danke. Aber Geek, bei dir müssten die Zahlen doch jetzt klingeln. Enttäusch mich nicht. 4, 4, 8, 42? 42 ist klar, na klar. 42 ist Das auch. ist Zufall. Ich glaube, es war ja, Ah, vier. Wolfgang schreibt, sie ist lost. Ich Danke, ja. habe Oh. Lost nie gesehen. Auch nicht. Warum nicht? Das ist die geilste Serie ever. Entschuldigung, Fangirl-Moment. Nein, die geilste Serie ever, da hängt hier die Schürze von, ist Breaking Bad. Sorry. Ich noch Nein, nicht Game of wie, Thrones. du hast, Nö. okay, du hast Breaking Bad noch nie gesehen. Fanny, es war ein sehr schöner Abend mit dir. Tschüss. Nee, ich habe Lost tatsächlich nie gesehen. Tatsächlich hat mich das bis heute auch nicht gereizt. Ich hab mir den Piloten angeguckt dann, weil mir immer gesagt wurde, oh, muss man gesehen haben, muss man gesehen haben, muss man gesehen haben. Dann habe ich mir den Piloten angeguckt und den fand ich irgendwie doof. Und dann habe ich nicht Ja, weitergeguckt. ich habe es auch nur geguckt, weil mir mein Mann, da waren wir ganz frisch zusammen, eigentlich die komplette erste Staffel abends beim Einschlafen so in Grobform erzählt hat und mich damit total angefixt hat. Und das ist einfach nur so abgedreht, das Zeug. Und diese ganzen, also ich liebe es, wenn so Dinge erst, weiß ich nicht, also auch in Büchern, wenn so Dinge erst zwei Bände später, wenn da im Kopf so dieses, was? So, und das macht Lost halt ganz traumhaft. Ja, hier im Chat ist gerade so, ich habe das Ende von Lost gesehen und empfehle jedem, die Serie nicht anzuschauen. Dann direkt drunter Wolfgang, auch mit einem super Ende, das viele hassen, vermutlich weil sie es nicht verstehen. Wolfgang ist mein neuer bester Freund, glaube Alles super. Ja, das ist ja so wie Game of Thrones. Also es ist ja insgesamt, es ist wahnsinnig schwer für etwas, was so einen Hype aufgebaut hat, ja dann ein Ende zu finden. Das kannst du ja eigentlich effektiv nicht erfüllen. Es gibt ganz wenige Serien, die ein vernünftiges Ende haben, finde ich. Ganz wenige. Also, Aber ich glaube, man hasst das Ende schon alleine deswegen, weil es bedeutet, dass die Serie zu Ende ist. ja. Also ich glaube, da könnte am Ende passieren, was will.
Man würde es immer doof finden, weil es ist dann zu Ende. Ja, also ich weiß tatsächlich, wie es ausgeht. Also das, ich bin jemand, auch ähnlich wie Moni, ich habe wenig Probleme mit Spoilern. Gerade auch wenn es so gewalttätige Sachen sind, dann will ich vorher immer gerne wissen, wer stirbt und wann, weil ich habe mit Gewalt ein Problem mit Gewaltdarstellung und dann will ich das mal vorher wissen, damit es dann ist es halb so schlimm. Dann kann ich das ertragen. Und deswegen spoilere ich mich da auch immer selber und habe trotzdem sehr viel Spaß an Sachen, auch wenn ich dann schon weiß, der stirbt jetzt gleich. Ist egal. Der Weg dahin ist dann interessant. Okay, aber jetzt genug abgeschweift. Jetzt kommen wir mal hier weiter. Zum nächsten Fragen. Ja, genau. Und zwar der Chris Harlem hat gefragt, seit wann schreibst du und wie viele Bücher sind mittlerweile insgesamt erschienen? Ich glaube, so exakt hatten wir das noch nicht, ne? Nee, also angefangen habe ich 2013 zu schreiben. Also ich gehöre auch nicht zu denen, die sagen, oh, ich schreibe schon seit ich Kind bin. Ich habe wirklich so richtig mit Buchschreiben erst 2013 angefangen und dann 2015 mein Debüt veröffentlicht. Und mittlerweile sind 8 Bücher von mir veröffentlicht, wobei eins davon eine Anthologie ist. Also im Prinzip 7, vergesse ich jetzt was? 2, 4? Nee, 8 von mir, eine Anthologie und Andrew Band 2 wird das 10. Alter Falter, sind schon ein paar. Ja, schon ordentlich. Vor allem für den Zeitraum. Ja. Ja, Ist ein definitiv. bisschen. Ordentlicher Output. Ja. So, von Steffi, das hatten wir schon, dann nochmal der Chris. Und das finde ich tatsächlich eine gute Anregung, weil du ja vorhin sagtest hier, das fändest du mal cool, dann Countdown to Noah, so Netflix, wenn die anklopfen würde und so. Und so als Tipp, ein Weg, der den finden könnte, da könnten wir vielleicht tatsächlich auch, wir haben da ja so ein paar Kontakte hin, eventuell vermitteln. Der Chris fragt, könnte sie sich vorstellen, an einem Comic mitzuarbeiten oder eines ihrer Werke als Graphic Novel rauszubringen? Solange ich nicht zeichnen muss, total. Nee, das ist ja tatsächlich bei den meisten Comics stark, also komplett unterteilt. Du hast jemanden, der zeichnet und jemanden, der Story macht. Ne? Asterix ist ja klar, da waren es Goscinny und Uderzo und so. Und das ist meistens, ist das ganz stark getrennt. Und Total, also. das könnte zum Beispiel Also. für Noah eventuell genau der richtige Weg sein, um Netflix dann da zum Anklopfen zu bringen. Ich habe sowieso meistens, dass ich Also ich bin ein totales Anime-Kind und auch wenn ich meine Charaktere, also wenn ich so Tagträume, passiert das ganz oft im Comic-Style verschiedenster Arten. Jetzt zum Beispiel der Jugendroman, den ich dieses Jahr am Self-Publishing bringen möchte, der ist von den Charakteren total Anime-lastig in meinem Kopf. Also ganz krass, einfach so vom Zeichenstil und allem. Von daher, von der Warte her, ja, total. Also. Dann haben wir von Markus die Frage. So ein bisschen haben wir da schon gerade drüber gesprochen, aber vielleicht kannst du aber so, vielleicht in dem Sinne das Aktuelle oder so. Welche Bücher liest du, beziehungsweise welche Filme, Serien schaust du denn und holst du dir daher auch Ideen? Lustigerweise lesen, also ich höre immens viele Hörbücher, so richtig lesen eher seltener. Und da echt viele Thriller, also auch was ich selber, glaube ich, gar nicht schreiben würde, aber lesen tue ich sehr, sehr gern. Und Serien sehr gerne, also da bin ich völlig breit gefächert. Man guckt immer mal irgendwo rein, was einem gerade so vor die Nase kommt und entscheidet, was gefällt. Inspiration kriege ich vor allem aus Computerspielen, muss ich ehrlich sagen. Ah, okay. Ja. Beispiele? Zum Ich bin ja auch Beispiel. leidenschaftlicher Zocker. Elestra, World of Warcraft, Countdown to Noah, DayZ. Okay, ich habe tatsächlich auch noch nie World of Warcraft gespielt, weil also ich halte mich von Online-Rollenspielen fern, weil ich weiß, ich würde dann nichts anderes mehr machen. Aber ich liebe alles, was Rollenspiele mit Open World betrifft. Und deswegen, wo Gott so will, nicht online, sondern das muss ein Ende haben. Ja, Ja. aber ja. Das finde ich eigentlich auch. Deswegen spiele ich die Spiele auch mittlerweile nicht mehr, wo ich immer wieder an solche Zeitfresser gerate. Ja. Und bei Alice im Wunderland war es zumindest ein Film-Soundtrack, der wirklich, also beide Bände, und das sind ja insgesamt jetzt, glaube ich, 900 Seiten oder so, war es ein Spiele-Soundtrack von Death Stranding. Weiß nicht, ob du das kennst. Nee. Grandioses Spiel auch, und der Soundtrack ist. So toll. Also der ist dramatisch, aber lädt auch sehr zum Träumen ein, und der lief hoch und runter. Ich glaube, da sind 10 Lieder drauf auf dem Album. Hoch und runter, die ganzen 900 Seiten, immer wieder der gleiche Soundtrack, ja.
Also Spiele und Musik, ganz wichtig. Ich finde den Soundtrack, der könnte eventuell so für Dystopie auch ganz gut funktionieren, falls du mal in so eine Cyberpunk-Welt reingehen willst. Der Soundtrack von Deus Ex. Okay. Human Revolution, der ist sensationell. Das ist der Spiele-Soundtrack, den ich am meisten gehört habe. Neben, da schreiben sie es gerade, Witcher 3, das ist bei uns so ein Running Gag. Der Soundtrack von Witcher 3, vom trockenen Witcher, der ist fantastisch. Ja. Ich musste übrigens, das wollte ich, bevor ich das vergesse, als ich das erste Mal das Cover gesehen habe, ich musste spontan an Donnie Darko denken, einen meiner Lieblingsfilme. Ich weiß nicht, ob du den mal gesehen hast. Mhm. Toller Film, und da musste ich spontan dran denken. Wollte ich einfach nur mal loswerden. Muss ich mal gucken. Der Titel sagt mir was, aber gesehen habe ich ihn, glaube ich, nicht. Das ist ein fantastischer Film. Wirklich. Habe ich erst letzte Woche geguckt wieder. Ist großartig. Großartig. Ganz, ganz weißen Kaninchen. Ja, da taucht auch ein großes weißes Kaninchen auf. Okay, dann weiß ich doch, was ich jetzt als nächstes gucke. Sehr gut, sehr gut. Aber es gibt mittlerweile, glaube ich, eine Fortsetzung. Das ignorieren wir. Also wirklich das Original mit dem jungen Jake Gyllenhaal. Yes. Wirklich. Aha. Wirklich ein toller Film. Toller Film. So, was haben wir? Trimagie fragt: Durch das Nichtplotten entstehen manchmal Sackgassen bei anderen Autoren. Musste Fanny schon mal etwas Komplexes streichen durch das Nichtplotten? Nein, bei mir wird nicht gestrichen. Also dadurch, dass ich das Ende kenne, also das kenne ich wirklich vom Anfang, nur das dazwischen fehlt halt alles. Aber dadurch, bin ich noch nicht in so eine Sackgasse geraten. Also ich kriege dann immer noch die Kurve, dass ich irgendwo den Weg finde, dass das eben halt doch sein kann, was der da gerade macht. Und in Fantasy ist das ja auch immer relativ leicht. Dann kriegt er halt irgendeinen magischen Edelstein oder so in die Hosentasche. So, und dann gibt es jetzt noch aktuell ein paar Fragen drin. Das ist sehr gut, weil eine wollte ich selber auch stellen. Die hat mir die Silvara aber abgenommen. Hat Fanny noch andere Cosplays? Eines ist ja bereits geplant. Ich habe noch ein Lysanna-Cosplay, also von meiner Elfe aus Elestra. Ja, wie gesagt, die Grinsekatze. Letztes Jahr wollte ich auf die Messe eigentlich als Charakterin aus Countdown to Noah kommen, was total simpel ist. Das Einzige, was daran furchtbar ist, ist die braune Perücke. Damit sehe ich ganz schrecklich aus. Aber weißes T-Shirt und Jeans, das ist einfach gemacht. nein, aber nichts großartig Komplexes. Also die Ginger Cat wird wirklich das erste etwas aufwendigere, ja, wo ich selbst sie so geschrieben habe, dass es mit einem rangepinnten Schwanz und ein paar Puschelohren eigentlich schon erledigt ist. Aber ich liebe Cosplay, also ich gucke es mir unheimlich gerne an. Aha. Wir haben am Mittwoch hier wieder einen Stream, wo es auch wieder sehr um Cosplay gehen wird. Da haben wir Sina aka Ake Marine zu Gast ab 19 Uhr. Cool. Das wird mit Sicherheit auch wieder sehr spannend und halt wird hauptsächlich um Cosplay gehen, aber auch so ein bisschen um Backstage-Messe, weil Sina selber für die Messe Stuttgart arbeitet. Könnte vielleicht für dich interessant sein. Wenn du Bock hast, guck rein. Dann war noch eine Frage, jetzt muss ich sie nur finden. Achso, genau, von Little Feigling, keine Ahnung, ob du darauf antworten kannst, fragt, wie findest du die Bücher von Sebastian Fitzek, wenn du Thriller magst und wenn du ihn liest, welches ist dein Lieblingsbuch von ihm? Ich glaube, ich habe noch keins von ihm gelesen. Ich glaube, ich habe wirklich noch keins von ihm gelesen. Asche auf mein Haupt. Oder? Also müsste ich jetzt lügen, dann ist es echt lange her. Ich stehe momentan total auf Arno Strobel, wenn ich den empfehlen darf. Und auch, was dann ein bisschen seichter ist, Andreas Winkelmann. Das sind so meine kleinen Tops im Moment, wo ich immer gierig auf was Neues bin. Aber Fitzek kann ich mich echt nicht so äußern, leider. Mhm. Okay. Und dann, das hast du jetzt, die letzte Frage, die wir noch annehmen, von Lilly Milli, das hast du aber, glaube ich, schon beantwortet, wenn ich mich nicht irre. Aus welchem Genre kommt das Buch, das du als Self-Publisher veröffentlichen willst? Das war ein Jugendroman, ne? Ja, wird auch eine spannende Geschichte. Ist sehr nischig. Ich habe noch nicht mal einen Klappentext dafür, weil ich Angst habe, zu viel zu verraten. Erzählt so ein bisschen, was passiert, wenn man sich in den Falschen verliebt, aber nicht so, wie es sonst ist. Der Bad Boy, der nicht gut für mich ist, sondern einfach in jemanden, der so ganz anders ist, als man denkt. Das ist so schwer.
Aber es wird auf jeden Fall ein Jugendroman mit einer 16-jährigen Protagonistin, kein Fantasy, also wirklich jugendlicher Liebesroman. Richtig schön was fürs Herz, richtig schön. Okay. Gut, das war's mit Zuschauerfragen. Dann hätte ich noch fünf spezielle Fragen, die ich noch Muss stelle. ich jetzt Angst kriegen? Nein, 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 keine Nein. Angst. Wenn du die ersten drei Folgen geguckt hast, dann kennst du die auch schon. Also wir finden jetzt raus, ob du eine treue Zuschauerin bist oder nicht. Können wir eine kurze Pause So, erste Frage. Das erste Buch, an das du dich erinnern kannst. Das grüne Glas. Ein Fantasy-Roman habe ich mir mittlerweile auch als Hardcover wieder zugelegt, wo es um ein junges Mädchen geht, das beim Gläserrücken mit einem antiken grünen Glas verflucht wird. Und vielleicht kommt da mein Faible für Perspektivensprung. Sie träumt sich in die Besitzerin des Glases, in die ursprüngliche hinein. Ja, ganz schöne Jugendgeschichte mit ein bisschen Fantasy- und Gruselatmosphäre. Okay. Zweite Frage. Welches Buch hättest du gerne geschrieben? Puh. Harry Potter ist zu klischeehaft, oder? Und das macht ja nichts. Ist ja völlig in Ordnung. Ja, ich glaube Harry Potter. Also nicht mal aufgrund des Reichtums, der sich nun daraus ergeben hat, sondern einfach, weil ich liebe Harry Potter. Hier kommen gerade Grüße im Chat. Oh, die Fanny, lieben Gruß an die tolle Kollegin, auch wenn wir noch nie das Vergnügen hatten, zusammenzuarbeiten, von Sven Matthias, falls ihr das was sagt. Ah, ja, hallo. Ja, einer unserer treuen Zuschauer. Dann haben wir, genau, die zweite, jetzt die dritte. Die Die beste dritte. Buchver die beste Buchverfilmung ist Harry Potter? Ich kann dir sofort die schlechteste nennen, aber die beste. Ich kann dir Ja, die mehrere schlechteste will schlechteste ich auch nennen, aber. wissen. Schlechteste ist auch okay. Dann ändern wir die Frage, die schlechteste Ah, das Buchverfilmung wird ist. die Dann nenne ich dir meine zwei schlechtesten. ich liebe die Trilogie um Tintenherz, falls ihr das kennt. Der Film ist furchtbar. Also nicht zuletzt deswegen, weil er von der Story abweicht und weil auch das Ende von Film Nummer 1 gar nicht mehr die Möglichkeit lässt, der Buchreihe weiterzufolgen. Ganz schlimm. Jetzt habe ich Und vergessen, das hatte auch so eine bekannte Regisseurin. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Na, egal. ich weiß nicht, aber der war wirklich schlimm. Also, ach, also vor allem, wenn man das Buch kennt, vielleicht ging es ohne noch. Und Ready Player One. Ah, okay. Der Film ist, glaube ich, echt gut. Also mein Mann hat ihn gesehen, ohne das Buch zu kennen. Er findet ihn echt gut. Ich habe das Buch vorher gelesen und war mega enttäuscht, weil ich sag mal, nach den ersten 10 Minuten der Film nichts mehr wirklich mit dem Buch zu tun hat. Also die Story ist eine völlig andere. Und das hat mich sehr enttäuscht, weil ich das Buch echt toll fand. Ja, es ist irgendwie immer schwierig, wenn man etwas, was man so toll fand, dann plötzlich im anderen Genre zu sehen kriegt. Das ist Ja. immer, immer Nee, die schwer. beste kann ich echt, das kann ich dir gar nicht beantworten. Muss ich passen. Ja, aber das war ja trotzdem eine gute Antwort. Viertens, auf deinem Nachttisch liegt. aktuell Handcreme und ein Labello und eine Box mit Lernkarten zum Thema Stimmtherapie, wo ich mir jeden Abend vornehme, mir eine Karte davon anzugucken. Und das liegt dort ungefähr seit einem halben Jahr und ich glaube, ich kenne 4 Karten. Okay. Ja, wie das bei allen so ist. Ne? Oh, jetzt haben wir Corona, jetzt haben wir so viel Zeit, da schaffen wir ganz viel und dann, ja. Okay, und fünfte und letzte Frage. Die schönste Buchveranstaltung ist? Die stammt von der Moni. Für mich die Buch Berlin. Hatten wir auch noch nicht. Sehr schön. Die ist jung, die ist, ich finde immer so, die hat so ein bisschen Klassentreffen-Flair. Also viele mögen diese Grabbeltisch-Atmosphäre nicht. Ich finde die toll, weil ich finde, dass man nirgendwo näher mit Lesern und Kollegen zusammenkommt als auf dieser ja, sehr familiären Messe. Also ich mag die total. Okay, schön. Ich kenne sie noch nicht. Du hast bestanden. Die Buch Berlin schreibe ich mir mal dazu. Das will ich mal recherchieren, weil in Berlin bin ich ja tatsächlich auch hin und wieder, weil meine Familie da lebt.
Also ich hoffe, dass sie immer noch so süß ist, weil die dieses Jahr, wenn sie stattfindet, was ich bezweifle, in die Arena ziehen. Also wirklich nochmal einen Größenhopser machen. Ich hoffe, sie bleibt trotzdem so knuffig. Ja. Ja. Ja, mal gucken. Mal gucken. Okay, damit bin ich mit Fragen durch. Moni? Ja, also wenn ich so die Uhrzeit anschaue, glaube ich, sind wir jetzt ganz gut hingekommen. Und die Fanny, die hat uns ja auch noch ein Gewinnspiel mitgebracht. Das wollen wir natürlich auch noch machen. Genau. Magst du uns kurz erzählen, was du uns mitgebracht hast? Ja, natürlich habe ich meinen lieben Kumpel Andrew im Rucksack, im Gepäck. Gott, Wortfindungsstörung. Ja, ich habe euch ein Taschenbuch von Andrew im Wunderland mitgebracht. Natürlich sehr gern auch persönlich signiert. Und mit ein paar Goodies wie Poster, Postkarten, Lesezeichen, eine Comic-Autogrammkarte von mir und ja, noch so ein bisschen dies und das mit dazu. Yep. So, und für alle, die immer dabei sind, die wissen, wie unsere Gewinnspiele funktionieren. Für alle, die noch neu dabei sind, ihr erfahrt jetzt gleich von uns ein Wort. Ich schreibe das als Erster in den Chat und ihr müsst das dann alle in den Chat schreiben. Ihr habt dafür so grob eine Minute Zeit, um das einzugeben. Und alle Leute, die das in der Zeit eingeben, sind im Lostopf drin. Und unser Nightbot wählt dann aus allen Leuten, die das geschrieben haben, zufällig den Gewinner oder die Gewinnerin heraus und ja, dann bekommt ihr diesen Preis. Ich öffne ganz kurz meine Stoppuhr und wir hatten uns schon geeinigt auf ein Passwort. Verrätst du es? Mina die Maus. Und zwar komplett zusammengeschrieben, so wie ich es da jetzt geschrieben habe. Mina die Maus, zusammengeschrieben. Ab jetzt, die Minute läuft. Bitteschön. So, und die diese Fanny Minute, hat in der Minute Zeit, Werbung zu machen für ihre Bücher. Entweder für dich oder für einen Kollegen, eine Kollegin. Dann mache ich für eine Kollegin Werbung. Ich höre nämlich gerade ein total tolles Hörbuch von einer, die es eigentlich so geht wie mir, die auch als Autorin angefangen hat und über das Einlesen ihres eigenen Buches jetzt hauptsächlich Sprecherin ist. Martha Kindermann und ihr Buch Bipolar ist auch eine Jugenddystopie. Erinnert mich immer mal so ein bisschen an Tribute von Panem, Selection. Also hat ganz viel Einschläge und ist sehr emotional erzählt und ich finde von ihr auch ganz toll gelesen. Ja. Sehr, sehr cool. Du hast noch 15 Sekunden. Martha, Grüße gehen raus. Ich hab dich lieb. Ja, und Andrew ist auch toll. Ja, das wird ja jetzt ein glücklicher Gewinner erfahren. Ich zähle runter. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Roll it. Und gewonnen hat Little Feigling. Herzlichen Glückwunsch. Warum erscheint es nicht im Chat? Da ist es. Ja, wunderbar. Alles klar. Little Feigling, herzlichen Glückwunsch. Das ist Rebecca. Rebecca, du bekommst einmal den Andrew. Signiert. Und mit einem netten Gruß. Du weißt, wie das funktioniert. Du kriegst jetzt gleich vom Dirk ein Passwort geschickt. Damit schreibst du uns eine E-Mail mit diesem Passwort, mit deiner Adresse und mit deinem Widmungswunsch und wir leiten das Ganze weiter an Fanny. Sehr schön. Cool. Da war ich echt schon neugierig drauf, muss ich sagen, wie ihr das macht mit der Verlosung. Das finde ich übelst cool. Das ist ein ganz, ganz cooles Prinzip, ja. Ja. Kompliziert. Ist cool. Ach, aber es ist, und wir sind wirklich sagen. Ja, mach mit, mach. Es ist eine total angenehme Atmosphäre mit euch, wenn ich das einfach mal so sagen darf. Also, Dankeschön. Danke. Richtig schön. Ich bin völlig entspannt. Das ist sehr gut. Ja, das ist toll. Genau so soll es sein. Echt, ich wollte gerade sagen, es tut mir voll leid, dass wir eigentlich jetzt schon am Ende sind. Es hat nämlich total Spaß gemacht. Ich muss tatsächlich so viel lachen. Ich glaube, ich habe morgen einen Muskelkater mit deinen ganzen Zufällen. Also vielen, vielen Dank, dass du uns von all deinen Zufällen erzählt hast, dass du dir die Zeit für uns heute genommen hast. Es hat echt Spaß gemacht und
Ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was von dir noch kommt. Ich habe ja schon einiges gelesen und war von jedem bis jetzt total begeistert. Also kann ich deine Bücher wärmstens und aus Herzen heraus gern weiterempfehlen. Ich hoffe, du findest jetzt durch die Show heute vielleicht auch noch den einen oder anderen neuen Leser. Es lohnt sich nämlich wirklich, deine Bücher zu lesen. Und nochmal ein ganz dickes Dankeschön, dass du heute hier bei uns warst. Dem schließe ich mich absolut an. Ich gebe den Dank zurück und vor allem Christian, vielen Dank, dass du Andrew endlich mal eine männliche Stimme gegeben hast. Ich habe so genossen, deine Vorlesekunst zu lauschen. Ja, und wie gesagt, es war wirklich richtig, richtig schön bei euch. Ich könnte hier noch so ein bisschen sitzen bleiben mit euch. Danke. Es war echt schön. Ich sag mal so, bleib auch noch ein bisschen sitzen. Ich schieb dich einfach wieder zurück in die Hauptsession und wir bringen noch die Sendung zu Ende und treffen uns dann nochmal da. Das machen wir. Ne? Ich freue mich. Alles klar. Okay, bis Ihr Lieben. gleich. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. So, ich schieb dich noch schnell rüber. Jetzt müsstest du eine Einladung haben. Genau. Und damit muss ich mich Ja, aber wieder einblenden. Moni ist wieder riesengroß. Selbstansicht zeigen. Nein, Und bitte jetzt bin nicht. ich doppelt, jetzt bin ich Moni. So, zack, jetzt haben wir es. Einmal kleiner Rollentausch, auch nicht Ja, schlecht. passt schon. Ah, das war wirklich toll. Das Oh, hat richtig Spaß gemacht. ja. Toller Gast, vielen, Es ist vielen immer Dank. unglaublich, wie schnell Stunde immer vergeht. Das Ja. ist Wahnsinn. Ja. Aber Da denke wirklich. ich immer, oh, ich habe massig Zeit für die Fragen und bis ich schaue, ist dann, oh, jetzt aber schnell noch die Zuschauer fragen. Aber wirklich, vielen, vielen Dank. Ich wäre wahrscheinlich auf Fanny sonst nie gekommen. Niemals. Danke. Das wäre richtig schade. Ja, allerdings. Vielen, vielen Dank. Gerne. Und damit haben wir noch eine Ankündigung, ne? Für nächstes Mal. Genau, da steht auch schon die ganze Zeit. Ach so. Ja, genau. Hier im Hintergrund Das Buch für nächstes Mal. das Buch und ich blende mal unseren nächsten Gast ein. Da ist sie. Genau, in 2 Wochen haben wir nämlich die Lisa Nevermore bei uns zu Gast mit ihrem Debüt, Desert Goods. Mal Da. schauen, was da Ja. alles dann, was uns vorliest und was sie uns alles erzählen kann. Ja, da bin ich auch tatsächlich sehr gespannt. Finde ich auch mal sehr spannend, wirklich eine Debütautorin. Das wird mit Sicherheit auch sehr, 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 sehr Ja. interessant. Am 3.5. hier wieder um 19 Uhr in dann schon Kapitel 5 der Gigliothek. Sehr, sehr cool. Jo. Und damit, ups, jetzt hätte ich beinahe den Opener nochmal gestartet. Das wäre total übertrieben, auch wenn es schön war. So. Ja, gleich noch Ja, mal. ich brauche langsam Schlaf. Ja. Ist jetzt so, das sind jetzt, wir haben jetzt 5 Tage hintereinander gestreamt und ich habe dann wenigstens morgen mal frei. Boah. Und am Mittwoch, damit mache ich noch ganz kurz Werbung, am Mittwoch geht es hier auf dem Kanal weiter um 19 Uhr mit Seekon TV, mit der wunderbaren Sina, aka Ake Marine. Und es wird ganz viel um Cosplay gehen. Die macht wunderbare Cosplays, hat auch einen eigenen YouTube-Kanal und so weiter. Also da wird einiges zu sehen geben. Ist eine total nette. Das wird sehr, sehr schön. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und hier sitzt dann natürlich wieder unsere Nessie. Nicht wahr? Unsere wunderbare Nessie, wie es da schön im Chat steht. Genau. So. Und damit will ich heute tatsächlich einfach nicht so wie letztens das wieder verlabern. Wir sind super in der Zeit. Ja, Ich perfekt. stelle mal den Raid ein. Wir raiden den Tommy mit den Wild Mix. Und die Schlussworte gehören dir. Dann wünsche ich dir morgen einen schönen und erholsamen freien Tag und für die zweite Geburtstagssause, die ihr noch machen wollt, ganz viel Spaß. Ich freue mich auf das nächste Mal von der Bibliothek mit einem neuen Buchtipp, hoffentlich aus der Community und all euren Fragen. Die finde ich nämlich selbst auch immer total spannend. Vielen Dank, dass ihr so aktiv hier mit dabei seid. Das freut mich ganz besonders. So, jetzt komme ich schon ins Bayerische, dann versteht mich bald keiner Also wir können schon raiden, du kannst auch schon Schluss machen. Alles gut. mehr. Okay, sehr gut. Also dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend heute und bleibt gesund. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ich schließe mich an. Tschüss.